So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Eigentlich ist es nicht kalt, aber hier fliegen so Kribbelmücken rum. Wusste gar nicht, dass es die hier gibt. Das muss irgend so eine Besonderheit sein dieses Jahr. Und jetzt ausgerechnet im Herbst. Aber deswegen habe ich mich jetzt doch warm eingepackt. Gut, ich wollte noch mal reden über das Thema Zelte. Da hatte ich ja den großen Zeltvergleich gemacht. Das ist noch nicht allzu lange her. Und da kamen ein paar Kommentare, die mich ein wenig zum Nachdenken angeregt haben. Und daher möchte ich noch ein paar Dinge ergänzen und auch auf ein paar Kommentare noch ein wenig eingehen. Ne, kein Gemecker, waren alle Kommentare soweit in Ordnung. Nur halt eben, ich möchte noch gerne ein paar Dinge zu manchem sagen. Was ich vorher aber auch noch sagen möchte, und das basiert jetzt nicht auf dem Kommentar, sondern nur auf mir. Ich habe mich ja im Video gewundert, wie es Expat schafft, ein bis zu 600 Gramm leichteres Zelt bei ähnlichem Volumen rauszubringen als mein Fjällräven Abisko Light 2. Zelt. Ja, das wiegt nämlich 2,3 Kilo ungefähr, wenn man noch Ersatzgestänge mitnimmt und es schön im Packsack transportiert und so weiter. Und das Expat-Zelt, das Cetus irgendwas, das wiegt 1,7 Kilo im Regelfall, so mit vielleicht 1,8, wenn man noch irgendwas was dazu rechnet, was man nicht unbedingt mitschleppen muss und was weiß ich. Ne? Also irgend sowas um den Dreh. Also da haben wir doch ein deutliches Gewichtsgefälle und ich habe mich gefragt, wie kommt das zustande, obwohl ja das Expat-Zelt einen zusätzlichen Gestängebogen hat. Ja? Also das Fjällräven hat zwei, das Expat hat sogar drei Gestängeböden. Einer davon ist zwar relativ kurz, aber die anderen zwei sind durchaus recht groß. Und da Gestängebögen üblicherweise gar nicht mal so leicht sind, hat mich das ein wenig überrascht und das Gewichtsunterschied ja auch noch so deutlich ausfällt. Das heißt, am Gestängebogen, weil ein Gestängebogen wiegt nicht 600 Gramm, kann es definitiv nicht gelegen haben. Außerdem müsste es ja schwerer sein, weil es drei Gestängebögen hat. Sind die Gestängebögen vom Fjällrävenzelt jetzt übermäßig schwer? Nö, auch nicht. Es liegt am Gewebe. Und da gibt es selten wirkliche Überraschungen, sondern das geht schon schön mit Mathematik und Physik einher, wie sowas zustande kommen kann. Weil beide Zelte haben ja ein ähnliches Raumangebot. Wenn jetzt das eine viel leichter ist als das andere, dann kann es eigentlich nur am Gewebe liegen. Es sei denn, im Fjällrävenzelt wären noch ein Haufen Extras verbaut, die zusätzlich was wiegen. Das ist nicht der Fall. Es gibt lediglich zwei kleine Seitentaschen und die sind noch nicht mal besonders groß. Es gibt noch zwei, drei Reißverschlüsse, auf die man vielleicht hätte verzichten können, aber die hat Expat, glaube ich, auch drin. Und damit von den Details her auch kein großer Unterschied. So, und wenn wir uns jetzt das Gewebe mal anschauen, das kann ich auch nur empfehlen, wenn man irgendwie sich selbst ein neues Zelt kaufen möchte oder zum ersten Mal ein richtig gutes Zelt kaufen möchte, ein bisschen die Werte, die technischen Werte der einzelnen Zelte zu vergleichen. Und da finden wir zwei wesentliche Zahlen, die da immer mal wieder auftauchen. Das ist nämlich einmal die Wassersäule und einmal steht beim Nylon gern dabei ein so und so viel D-Nylon. D steht für Denier, glaube ich, und Denier könnte auch wie auch immer man dieses D ausspricht. Ja, aber wir nennen es jetzt einfach mal Denier in der Hoffnung, dass ich mir das jetzt korrekt gemerkt habe. Wenn nicht, dann klingt es ganz, ganz ähnlich. Das ist ein Wert für die Stärke bzw. für das Gewicht des Fadens eigentlich. Ein so und so großes Stück Faden, irgendein krummer Wert, weiß nicht mehr wie viel, wiegt so und so viel. Und wenn es so und so viel wiegt, dann entspricht das einem D. So, das kannst du jetzt für jeden beliebigen Faden machen. Macht man insbesondere bei Nylonfäden und da die meisten Zelte eben aus Nylon bestehen, ist das für Zelte durchaus relevant. Und da gibt es jetzt Werte zwischen, bei den ganz leichten Nylonzelten 7D-Material. Das ist also ein vergleichsweise sehr leichter, damit auch sehr dünner und verglichen mit einem dicken, schweren Faden eben ein weniger reißfester Nylonfaden als ein 30D-Faden. Oder wenn wir dann in den Bereich von schusssicheren Westen und so einem Krempel gehen, da ist sowieso nochmal ganz was anderes, aber stichsichere Westen beispielsweise oder irgendwelche fancy Militärausrüstung, die kein Mensch braucht, der nicht wirklich in den Krieg ziehen möchte,
Da haben wir dann irgendwie 100, 200 oder sonst was D-Textilien. Die machen aber auch wirklich nur Sinn, wenn man in den Krieg ziehen möchte, ja? Für niemanden sonst. Also da möchte ich mich wirklich zu festlegen, auch wenn ich jetzt gleich wieder von der wir brauchen alle im zivilen Bereich unbedingt Militärausrüstung, weil es cool ist, Community wahrscheinlich jetzt angefeindet werde, aber trotzdem, nein, brauchen wir nicht. Kann man natürlich trotzdem machen. Tut ja auch nicht weh, aber brauchen? Also dieses D bei Zelten habe ich bisher gesehen von 30 bis 7. Also 7 ist das leichteste, das sind dann die ganz, ganz leichten Zelte. 7 würde ich sagen, ist auch schon durchaus ein bisschen ja. Also das geht auch nicht sofort kaputt, aber das ist, wenn man das anfasst, schon ein Hauch von nix. Etwas gewöhnungsbedürftig, da dann ein vollwertiges Zelt aus diesem Material entsprechend zu haben. Mein Tarp, mein selbstgenähtes, vielleicht habt ihr das mitbekommen, das war, glaube ich, ein 10D-Nylon oder ein 15 oder 10, das kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Das ist jetzt auch bei weitem nichts Starkes, aber das ist immer noch damit ein Ticken dicker und das ist auch ein Hauch von nix und wirklich ein super, super dünnes Material mit einem winzigen Packmaß. Und ich habe immer ein bisschen Angst, dass das schnell kaputt gehen könnte und das wird auch schnell kaputt gehen, wenn man damit dummes Zeug anstellt. Also wenn du das irgendwo auf den Boden legst und dich drauflegst, dann hast du wahrscheinlich hinterher ein Löchlein von irgendeinem kleinen Stock drin, wenn es einmal reißt, obwohl es ja Ripstop-Nylon ist, also sprich so ein Karo-Muster reingewebt hat aus stärkeren Fäden, das verhindern soll, dass das Ganze weiter einreißt, wird es das wahrscheinlich unter Druck im Wind doch wahrscheinlich tun. Also man hat da schon gewisse Einschränkungen. Ich habe das für mich dahingehend in Kauf genommen, dass ich wusste, das ist ein Waldtarp. Und im Wald bei bei Windgeschwindigkeiten, womit das Tarp verreist, sollte ich schon längst aus dem Wald raus sein, weil dann wird es sowieso lebensgefährlich wegen umstürzenden Bäumen, ne? Und abbrechenden Ästen und so weiter und so fort. Deshalb für einen Wald ist das relativ egal, was für ein D man da nimmt, weil man sowieso von der Windgeschwindigkeit her zumindest nie in die Situation kommen wird, außer man ist lebensmüde, dass man dann dickeres Material bräuchte, damit es dann noch hebt. Bei einem Zelt sieht die Sache anders aus. Mit einem Zelt würde ich ja durchaus auch gerne mal über der Baumgrenze oder irgendwo in den Bergen übernachten wollen. Und drum wäre mir jetzt persönlich für ein Zelt ein 7D-Gewebe, außer es soll jetzt wirklich als Waldzelt konzipiert sein, wozu auch immer man sowas braucht. Ja, vielleicht gibt es ja jemanden, der sagt, ich will ein Waldzelt haben. Da geht das. Ja, das geht problemlos, weil wie gesagt, wenn der Wind so stark wird, dass das relevant wird, dass du nur ein 7D-Gewebe hast, dann fallen dir auch schon die Bäume um. Also, ja, so. Das zum einen. Jetzt konkret für unseren Expat-Fjellreven-Vergleich. Das Expat hat 15D, Fjellreven hat 20D. Damit kommt über die Gesamtfläche vom Zelt dann schon ein paar Gramm zusammen. Weil damit ist halt das Fjellreven ein Drittel schwerer quasi als das Expat, wenn wir vom Expat als Basismaterial ausgehen. Ja, hat ein Drittel Gewebestärke noch obendrauf. So, und dann die andere Zahl, die noch eine Rolle spielt, ist die Wassersäule. Die kann man sich bei den technischen Daten der jeweiligen hochpreisigeren Zelte auch jeweils angucken. Und da finden wir Werte von, ich sag jetzt mal 1000 bis 10.000. Sowas um den Dreh bei den klassischen Nylonzelten, maximal so bis 10.000. Dyneema hat circa 15.000. ungefähr, standardmäßig. Also auch schon das ganz dünne Dyneema hat 15.000, das dickere Dyneema, da bist du dann irgendwann bei 20.000 oder was weiß ich was. Dyneema ist extremst wasserdicht, da kann Nylon nicht ganz mithalten. Nylon ist auch nur deswegen wasserdicht, weil Silikon beschichtet ist oder mit irgendwas anderem beschichtet. Da gäbe es noch billigere Alternativen, dann sind wir aber wieder bei dem Billigpreissegment-Zelten. Dazu kommen wir später noch. Diese Wassersäule wird so ermittelt, dass man im Prinzip unter eine Säule mit Wasser, ja, so ein Plastikrohr so und so hoch, spannst du den Stoff vom Zelt und dann kippst du da Wasser rein. So, und wie viele Millimeter dieses Wasser jetzt hochsteigen kann, bis dein Gewebe, was unten drunter gespannt wird, durchlässig wird, weil das Wasser ja immer schwerer wird und damit mit immer mehr Druck aufs Gewebe presst. Das ist der Wert, der da angegeben ist. Bei wasserdichten Gewebe geht man davon aus, dass das ab
circa 1000. Und da kommt es auch darauf an, wen man fragt und wie es definiert ist und in welchem Land man sich befindet. Aber ab circa 1000 Millimetern spricht man von wasserdicht. Ja, 10.000 ist jenseits von gut und böse wasserdicht. Da brauchst du dir, da kannst du dir ein Boot draus bauen. Nicht ganz, aber das ist schon sehr, 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 das wird auch sehr, sehr lange wasserdicht sein. So, jeder Hersteller mogelt auf die eigene Weise bei den jeweiligen Angaben zur Wassersäule. Jeder hat da sein eigenes Testverfahren. Das heißt, die Werte der einzelnen Hersteller sind nur bedingt miteinander vergleichbar. Wenn jetzt allerdings mein Abisko meinetwegen 3000 mm Wassersäule, ich glaube es waren 3000, fürs Außenzelt angibt, oder 5000, 4000, irgendwas zwischen 3 und 5000 jedenfalls. Und der Expat gibt nur 2000 an, dann ist das schon ein Unterschied. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass deshalb das Expat nicht dicht wäre. Ja? Das ist auch dicht. Es wird auch dicht sein, wenn es mal Starkregen gibt und so weiter und so fort. Also rein vom Material her. Aber meistens sind diese Angaben entweder bei einem brandneuen Zelt gemacht worden, also diese Testung der Wassersäule erfolgt bei brandneuen Zelten, oder sie haben sie vorher im Labor mechanisch ein bisschen belastet, weiß ich nicht, also beregnen lassen, über den Boden geschrubbt, keine Ahnung, was man da macht, einen Belastungstest im Labor, und danach macht man diesen Wassersäulentest. Ja, da gibt es verschiedene Verfahren, je nach Hersteller. So, aber egal ist im Grunde, wie die das ermitteln, zum Vergleich der Zelte bisschen geeignet, bisschen. Ja, es kann einem im Hinterkopf mal mitdümpeln, und dazu kommen wir auch später noch. Wichtig ist allerdings, je höher der Wert ist, wenn von einem namhaften Hersteller angegeben, kann man dem auch einigermaßen vertrauen. Ich sage jetzt einigermaßen, ja, vorsichtig, ja, aber einigermaßen zumindest. Dann heißt das, der bleibt auch länger hoch. Heißt, wenn man ein Zelt sehr, sehr lange nutzt und bei Kauf hat es 5000 mm, wie auch immer die das ermittelt haben, dann ist die Chance, dass es nach 4-5 Jahren halbwegs regelmäßigen Einsatzes oder sagen wir mal nach 200 Nächten oder was, immer noch deutlich über 1000 mm Wassersäule hat und damit immer noch wasserdicht ist, also regendicht ist, die Chance ist sehr, sehr hoch. Wenn du dir hingegen ein Zelt mit 2000 mm kaufst, dann ist die Chance, dass das nach 200 Nächten bzw. 200 Auf- und Abbauzyklen inklusive einer darin verbrachten Nacht, nennen wir das mal so, dass es danach dann auch dicht ist, ja, wenn du Glück hast, aber ist nicht sicher. Ist wirklich nicht sicher. So, und dahingehend ist diese Wassersäule dann schon von einer gewissen Relevanz. Die Wassersäule gibt es auch für den Boden. Da würde ich empfehlen, unter 3000, dann darf man auf keinen Fall, kann man schon kaufen, aber dann muss man halt wissen, dass man einen Zeltplatz braucht, der zum Beispiel besser keine Wiese ist. Eine klassische Wiese, die kann schon schön Wasser aufnehmen und da kann der Boden schon sehr feucht sein und dann drückt einem das Wasser auch ein bisschen entgegen. Wenn du mit dem Körper drauf drückst, drückst du ja quasi dein Zeltgewebe in den nassen Boden und damit steigt der Wasserdruck von unten und dann kann das Wasser durch den Boden theoretisch aufsteigen. Ja, und deswegen würde ich schon beim Zeltboden 3000 mm, sofern das dann korrekte Angaben vom Hersteller sind, haben wollen, besser 5000. 5000 hat mein Fjällräven beispielsweise, glaube ich, oder sogar noch mehr. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Aber das ist schon einfach nochmal ein Sicherheitsfaktor, den man gerne haben möchte, gerade wenn man in nassen Gegenden unterwegs ist, wo man dann auch mal nach Dauerregen auf einem nassen Boden sein Zelt aufstellen muss, wo man sich sicher ist, der Boden ist nass, wo dann auch mal es einem auch mal passieren kann, dass so ein halber Fluss unterm Zelt durchfließt. Das sollte natürlich nicht passieren, aber zumindest so ein kleines Rinnsal, das kommt schon vor und das ist gar nicht so selten. Und auch dann muss der Zeltboden das eben entsprechend abkönnen. Und auch hier gilt, je mehr der hat bei Kauf, desto länger ist der haltbar, wenn man ein Zelt haben möchte, das lange, 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 lange hebt. Ja? Kann auch Ausnahmen geben, dass ein Zelt trotzdem lange, 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 lange hebt, auch wenn es nie einen hohen Wert gehabt hat. Das weiß man immer hinterher nicht so richtig, aber so grob zur Orientierung beim Kauf sind das so ein paar Sachen, die da vielleicht ganz wichtig sein könnten. Ja, und damit ergibt sich eben der Gewichtsunterschied. Das Expat hat einfach leichteres Material, weniger stabil, weniger wasserdicht.
als das Fjällreven. Dafür ist das Fjällreven schwerer und das Exped ein bisschen leichter. Und das gilt eigentlich für fast alle Zelte, solange wir uns im gleichen Material befinden. Ja? Also Silnylon-Zelt mit Silnylon-Zelt vergleichen, nicht Dynema-Zelt mit Silnylon-Zelt vergleichen. Das funktioniert so nur bedingt, beziehungsweise ja, dann gewinnt gewichtstechnisch immer das Dynema aus hoch, weil es einfach viel leichter ist. Dynema hat das, was in Zelten verwendet wird, meistens sowas um 18 Gramm pro Quadratmeter. Silnylon, selbst das ganz, ganz leichte, was in Zelten verwendet wird, hat noch 24 Gramm pro Quadratmeter. Und das ist dann schon ein gewisser Unterschied. Selbst das ganz, ganz leichte, wie gesagt. Ja, wenn du ein bisschen ein stabileres haben willst, dann bist du schnell bei 40, 50, ja, viel mehr wird es nicht. Aber 50 Gramm pro Quadratmeter kann man bei Silnylon schon relativ schnell mal haben. So. Jetzt kommen wir aber zu den Kommentaren und Fragen und Anmerkungen. Und zwar ist ergänzt worden bei den Kuppelzelten, schade, dass wir nicht irgendwelche von MSR dabei gehabt haben. Grundsätzlich gab es diverse Kommentare, die irgendein bestimmtes Zelt vermisst haben. Das liegt schlicht und ergreifend darin, dass keiner anwesend war, der dieses Zelt dabei hatte. Wo soll ich denn die herzaubern? Bin ich ein Gear-Test-Institut? Nee, bin ich nicht. Ich habe nur selten mal die Gelegenheit, wenn man sich dann halt mit ein paar anderen Leuten trifft, die auch jeweils ein Zelt dabei haben. In so einem Umfeld stehen da viele Zelte rum. Dann kann ich freundlich fragen, ob ich die denn mal filmen darf und dazu ein paar Takte erzählen darf und ob sie mir vorher auch ein bisschen was dazu sagen, ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Zelt. Und dann ist gut, ja. Wenn niemand ein Iglu-Zelt dabei hat, ein Tipi dabei hat, dann kann ich auch kein Tipi testen. Davon abgesehen ist ein Tipi als Trekkingzelt völlig unbrauchbar und kommt für mich damit auch nicht in Frage. Was soll ich mit dem Tipi? Ja, sind die schön? Ja, sicher. Machen die Spaß? Sicher. Ja, aber kann ich das brauchen? Nö. Hinten und vorne keine Option. Ach so, ja, so irgendwelche Ultraleicht-Tipis mit modernem Material, die einfach nur diese Tipi-Form haben, finde ich persönlich sehr fragwürdig. Klar kann man da schön aufrecht sitzen. Ich finde sie ehrlich gesagt ziemlich hässlich und ich habe da irgendwie Bauchweh mit. Aber das ist nur subjektive Wahrnehmung, die können auch toll sein. Da gibt es auch ganz viele, die relativ leichte und sicher kann man machen, warum nicht. Ne? Habe halt keins und kenne auch niemanden, der eins hat. Ja. So. Dann bei den Kuppelzelten hat jemand jetzt angemerkt gehabt, schade, dass das MSR, ein MSR-Zelt gefehlt hat. Und da habe ich mir jetzt nochmal die MSR-Zelte angeschaut und tatsächlich stechen die MSR-Zelte, die haben quasi fast nur Kuppeln oder zumindest kuppelartige Konstruktionen, teilweise auch so fast schon ein Hybrid aus Kuppel und Tunnel, ganz so spezielle Sachen. MSR ist das Mountain Safety Research, nicht Institute, sondern schon einfach ein Gear-Hersteller. Bekannt sind sie vor allen Dingen, denke ich, für Kocher und für Zelte. Die machen noch diverses anderes, aber Kocher und Zelte ist das, wo ich sie als hervorragend bzw. hervorstechend in Erinnerung habe. Und die MSR-Zelte, so ziemlich alle, haben ein ja fast schon ungeschlagenes Verhältnis aus Gewicht zu Platz im Innenzelt, wohlgemerkt. Das ist ziemlich sensationell. Sie haben aber auch im Regelfall eher kleine Apsiden. Wenn man also ganz viel großes Gepäck dabei hat, dann kann das ein bisschen ein Problem sein. Was zwei Personen zählt, hat dann meistens zwei Apsiden und zwei Eingänge an beiden Seiten. Also so grob von der Struktur her sind die ähnlich wie unser Kuppelzelt, das wir auf dem Acker aufgebaut hatten. So, und da gibt es jetzt konkret, ich will sie nur mal erwähnen, einen großen Klassiker, der sich ganz oft verkauft hat. Das ist wirklich eins der beliebtesten Zelte in Deutschland vielleicht. Nicht nur vielleicht, sondern das sieht man schon ganz oft. Und das hat sich wirklich sehr gut verkauft. Und inzwischen hat es auch noch ein paar Updates bekommen, weshalb ich es inzwischen auch empfehlen kann. Sage ich dauernd inzwischen, egal. Nämlich das Habba NX
2 oder 1. Ne? Die Zahl gibt, oder 3. Die Zahl gibt einfach an, für wie viele Personen das ausgelegt ist. Und damit erhöht sich einfach die Breite, damit dann 1, 2 oder 3 Personen nebeneinander liegen können. Die Konstruktion ist ansonsten dieselbe. Die Ausstattung des Zeltes ist ansonsten dieselbe. Es kommt einfach zusätzliches Material dazu, wenn es für mehr Personen gedacht ist. Die Stange wird gegebenenfalls ein bisschen länger und solche Sachen jedenfalls. Gut, das ist jetzt dahingehend ziemlich interessant, weil es nur 1,7 Kilo wiegt. Das ist auch extrem wenig für ein Zwei-Personen-Zelt. Also ähnlich wie eben das Expat-Tunnel. Ziemlich genauso dasselbe. Aber mit halt einem höheren Raumangebot. Höher, nicht super luxuriös, also nicht wie das Kuppelzelt, in dem Evelyn und ich geschlafen haben. Das alte Ding da, das sau schwer ist. Aber höher. Und auch zur Seite hin ein bisschen mehr Platz. Dafür sind die Apsiden eben kleiner. Das Material ist ein bisschen robuster vielleicht. Und ja, es ist halt eine Kuppel. Als Kuppel ist es eine freistehende. Es gibt ja auch nicht freistehende Kuppelkonstruktionen. Zur Freistehendkeit von Zelten erzähle ich nachher noch was. Dazu werde ich auch noch ein paar Anmerkungen machen. Aber für wen das wichtig ist, der ist mit so einem Hubber sicherlich sehr gut aufgehoben. Es ist garantiert ein gutes Zelt. Ja, es hat sogar Lüftungen. Kuppelzelte verzichten hin und wieder mal ganz gerne auf Lüftungen. Auch bei unserem auf dem Acker hat es ja keine gegeben. Das Hubber hat allerdings welche. Das halte ich für eine gute Ergänzung. Und es ist eins der Kuppelzelte. Das sind so viele nicht. Und dazu kommen wir auch noch nachher gleich kurz ein bisschen. Die eben erst das Außenzelt aufstellen lassen und dann kann man das Innenzelt im Trockenen einhängen. Das heißt, du hast nicht zwingend die Situation, dass du erstmal dein Innenzelt hinstellst, wenn es strömend regnet, dann pisst dir dein Zelt voll und die Bodenwanne wird zur Badewanne und dann packst du die Regenhülle drüber und kannst in deiner Badewanne unterm Dach, hast du quasi so ein Indoor-Pool, in Anführungszeichen. Ja? Also natürlich auch nur, wenn es wirklich, wirklich regnet, da muss schon ordentlich was runterkommen, damit das relevant wird. Aber ist ein Thema und das gibt es beim Hubber halt nicht. Beim Hubber kann man das Außenzelt zuerst aufstellen und dann das Innenzelt einhängen. Was wohl nicht geht, glaube ich, ansonsten jemand, der das Ding besitzt, darf das gerne ergänzen, falls das doch gehen sollte, ist, dass man Innen- und Außenzelt simultan aufstellt, dass man danach gar nichts mehr einhängen muss. Damit ist der Aufbauaufwand noch ein bisschen größer als zum Beispiel bei unserem Fährhäfentunnel, den man ja wirklich einfach im Prinzip hinlegen, zwei Heringe rein, Stöcke rein, ausziehen, zwei Heringe rein, fertig. Dann steht der. Man kann ihn noch sturmstabil abspannen und so weiter, aber das ist eine Angelegenheit, gerade wenn man sich beeilen möchte und ein eingespieltes Team ist und das häufiger macht. Also gerade im Laufe einer Tour wird man immer schneller, immer schneller, immer schneller. Dann ist das eine Angelegenheit von 2 Minuten. So, ja, also dieses Hubber NX2, das kann man sicherlich empfehlen. Das hat 20D Nylon außen, ist damit also auch von Material her sehr, sehr robust. Und das macht es nochmal faszinierend, dass es genauso viel wiegt wie eben das Expat-Zelt, weil das Expat-Zelt eben leichteres Material hat, um auf das Gewicht zu kommen. Das Hubber hat trotzdem sehr stabiles Material und kommt immer noch auf 1,7 Kilo. Ja? Und die Bodenwanne hat 30D Nylon. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie die Wassersäulen jeweils sind. Sie sind aber ordentlich. Nicht herausragend, aber ordentlich. Ich glaube allerdings, dass MSR, da keines ihrer Zelte so richtig krasse Wassersäulen hat, einfach ein sehr, sehr hartes Wassersäulentestverfahren hat. Sprich, die Wassersäulen von MSR sind ziemlich, ziemlich, ziemlich realistisch. Oder sind Wassersäulen, die erst dann gelten, wenn das Zelt schon eine Weile im Einsatz ist. Aber die nennen sich ja auch Mountain Safety Research. Also kann schon sein, dass die da sehr, sehr wissenschaftlich an den Test ihrer Wassersäule rangehen. Wäre jetzt nur so eine Vermutung. Da kann ich weder bestätigen noch verneinen. So, und wenn man dann sehr, 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 sehr leicht unterwegs sein möchte, dann kann man sich auch an MSR halten. Und zwar haben die da das Carbon Reflex. Das gibt es als 1- oder 2-Personen-Version. Es gibt sogar noch eine 3-Personen-Version. Ich habe mir mal aufgeschrieben, die 2-Personen-Version, die wiegt so circa 900, 950 Gramm. Für ein 2-Personen-Zelt ist das im Bereich immer noch Silnylon. Ungeschlagen
wahrscheinlich das leichteste Zelt, was da gibt. Also ich habe noch kein hochwertiges, nicht China, ja, wo nur Chinesen reinpassen, sondern, also China in Anführungszeichen, die kann man schon auch benutzen. Noch kein für Menschen um 1,90 funktionierendes Zelt gesehen, das so leicht ist. Das ist also wirklich rekordverdächtig, wenn man das zu zweit dann auch tatsächlich schleppt. Und vor allem von den Maßen her passen da auch zwei Personen realistisch rein. Du solltest vielleicht nicht unbedingt noch eine Tonne Gepäck dabei haben, aber wenn du mit so einem leichten Zelt unterwegs bist, dann bist du wahrscheinlich auch von deiner restlichen Ausrüstung ziemlich auf leicht getrimmt. Dann hast du auch nicht eine Tonne zusätzliches Zeug entsprechend dabei und eher kleine Dinge und eher wenig Dinge. Dann kommst du mit dem Raumangebot wahrscheinlich auch zurecht. Jedenfalls... Ja, mit dem Gewicht sind das pro Nase 450, 475 Gramm oder sowas. Wie gesagt, für ein Silnylon-Zelt sehr, 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 sehr leicht. Also schon ziemlich rekordverdächtig. Wenn auch jemand was Leichteres kennt bei Silnylon-Zelten, dann möge er mir das gerne mitteilen. Die Ein-Personen-Version, die ist nochmal ein bisschen leichter, aber meistens sind Zwei-Personen-Zelte, die man auch zu zweit bewohnt, wenn man es auf die Person umrechnet, ja... Der leichteste, noch bequeme Kompromiss. Ein Drei-Personen-Zelt, da hast du ja immer eine Nase, die in der Mitte liegen muss. Meistens sind die dann pro Person gerechnet. Zwar noch leichter als ein Zwei-Personen-Zelt, aber bei mir persönlich hört der Schlafkomfort auf, wenn ich in der Drei-Personen-Sardinenbüchse liegen muss. Das heißt, das kann man schon mal machen. Das kann man auch mal einen ganzen Urlaub lang machen. Aber wenn du ausgerechnet der bist, der in der Mitte liegt und irgendwer muss der sein, der in der Mitte liegt, dann ist das halt schon nicht so schön. Selbst als Familie, gut, okay, wenn man eine Familie ist, die sich sehr lieb hat, vielleicht. Ja, aber ansonsten, schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Also ich weiß ja nicht, wie es euch da geht. Ja, das Carbon Reflex, das hat Nachteile. Nämlich, man kann das Außenzelt nicht vorm Innenzelt aufbauen. Soll heißen, du hast da genau den Effekt. Wenn es in Stürmen regnet, dann stellst du erstmal dein Innenzelt hin, kriegst eine Badewanne statt einer Bodenwanne, während du dein Außenzelt drüber wirst. Das kann zwar ziemlich schnell funktionieren und allzu viel wird es da nicht reinregnen, aber mich persönlich würde das sehr, sehr stören. Das ist für mich ein absolutes No-Go-Kriterium. Sowas kaufe ich dann nicht. Es müsste schon wirklich sehr, sehr stark regnen, dass einem da richtig viel Wasser reinkommt, wenn wir ehrlich sind. Ja, also das kann man schon so machen. Ich halt blöd. Persönliches Ding bei mir. Ich kann das überhaupt nicht ab. Nächster Nachteil, um so leicht zu sein. Haben wir ja eben angesprochen. Wie kriegst du ein leichtes Silnylon-Zelt hin? Naja, du nimmst sehr dünnes Silnylon. Und im Fall von eben dem Carbon Reflex haben wir diese berühmten 7D außen. Und das ist schon sehr dünn. Und nur 15D Boden. Und damit ergeben sich auch Wassersäulen, die nun wirklich niemanden aus den Latschen hauen. Im Gegenteil, sie hauen eher jemanden aus den Latschen, weil sie so niedrig sind. Von, ich glaube, 1400 oder irgendwas außen. Oder 1600. Manche Leute sagen, auch erst ab 1500 mm kann man überhaupt von Wasserdichtigkeit sprechen. So gesehen, mit dieser anderen Definition ist das Carbon Reflex überhaupt nicht wasserdicht. Ich meine, es ist natürlich wasserdicht. Klar geht da der Regen nicht einfach durch. Es bildet sich ja auch normalerweise keine fette Niederschlagsäule auf dem Zelt, sondern das fließt logischerweise dann runter, das Wasser. Und so gesehen ist das schon noch in Ordnung. Es müsste schon ein enormer Sturm mit enormem Wind und Regendruck gegen das Zelt pressen, damit da wirklich Wasser durchgepresst wird. Selbst mit diesen Werten, die es jetzt nun mal eben entsprechend hat. Und so einen Sturm will man mit so einem leichten Zelt wahrscheinlich sowieso nicht mitmachen. Und es ist auch als 3-Jahreszeiten-Zelt konzipiert oder als 2,5-Jahreszeiten-Zelt, muss man der Fairness halber eher sagen, und auf keinen Fall als Winterzelt gedacht. Ja. Man kann das natürlich trotzdem machen, man kann alles machen. Man kann auch im Winter nackig ohne Unterhose, nur mit Hut durch den Wald springen. Nein, mache ich nicht. Geht, ja. Macht nur nicht unbedingt allzu viel Sinn, aber... Wenn man das machen möchte, selbstverständlich. Klar kann man auch mit einem Sommerschlafsack im Winter pennen und das kann man alles machen. Muss man nicht, kann man. Aber ich kriege immer auf den Deckel, wenn ich sage, das geht nicht. Und dann kommt irgendwer, aber der so und so hat schon gemacht. Ja, der so und so ist ja auch ein Depp. Das muss nicht immer negativ sein. Ja, ich bin auch einer. Gut,
Ja, also damit auch sehr niedrig, schon ein bisschen kuschelig. Also ein Raumwunder ist das Ding dann auch nicht mehr. Ja, irgendwo muss das herkommen, dieses niedrige Gewicht. Das muss irgendwo herkommen. Es gibt kein Zauberzelt. Wenn es super, super leicht ist, ist es klein, fragil, vergleichsweise fragil. Ja, nicht zu fragil, aber verglichen mit anderen Panzerzelten. So. Ist das jetzt soweit geklärt? Also sind die MSR-Zelte, nur das waren jetzt zwei Beispiele, die haben noch viel mehr. Sind die toll? Wahrscheinlich schon. Ja. Kosten die Geld? Jupp. Und zwar sowas um die 350 bis 400 für so einen Carbon Reflex, also aktuell eher etwas über 400 für einen Carbon Reflex 1. Das Zwei-Personen-Ding, da bist du ganz schnell bei 500 Euro. Heißt, die kosten genauso viel wie alle anderen hochpreisigen Zelte im ich sag jetzt mal, im oberen Segment. Es gibt nach dem oberen Segment noch Hilleberg, die sind noch mal teurer. Aber ansonsten bewegen wir uns bei fast allen Zelten. Der Hochpreis, bei den guten, bei den Markenzelten, bei den richtig hochwertigen, bewegen wir uns immer so zwischen 650, so 400 bis 650, würde ich sagen. Das ist so die Range, wo die meisten wirklich, wirklich hochpreisigen und guten Zelte einzuordnen sind. Ich habe aber in diesem Preissegment auch noch kein wirklich schlechtes Zelt gesehen. Da kommt es auf die individuellen Vorlieben an und eben, wie viel will man schleppen, wie viel Platz braucht man. Hat man eine besondere Vorliebe bei der Form des Zeltes? Ist einem freistehend wichtig? Ist einem freistehend egal? Solche Sachen. Ja, dann herzlichen Dank an zwei Leute. Ich habe mir jetzt euren Namen nicht gemerkt, sorry. Die mich auf die Bonfus Zelte aufmerksam gemacht haben. Bonfus ist eine norwegisch-italienische Firma, also eigentlich norwegisch, die sitzen aber in Italien, damit sie in der EU sind und in die EU überall hinliefern können, ohne eben horrende Steuern zahlen zu müssen, haben also die Marktlücke erkannt, die die Amis mit ihren Dyneema-Produkten haben, nämlich nach Europa kannst du schon liefern, aber dann wird es halt unbezahlbar, in Anführungszeichen. So, und deswegen hockt Bonfus eben in der EU und kann in die EU liefern, ohne dass es unbezahlbar wird. Sie sind extra, es sind Norweger, ne? Extra haben sie eine Niederlassung in Italien, damit sie eben selbst aus Norwegen, gibt es ja schon viele Handelsfreiheiten, ne? die sind ja im Schengen-Raum und so weiter. Aber damit da wirklich überhaupt nichts passiert und man das Zelt zu dem Preis, der da steht, auch tatsächlich kaufen kann, sind sie extra nach Italien. So, jedenfalls diese Bonfus-Nasen, also wirklich vielen Dank, die kannte ich noch überhaupt nicht. Das ist hochinteressant. Die haben das Duos und das Solus und das sind jeweils quasi Klone von den Zipex-Zelten. Ja, also vom Zipex, Duplex und Triplex. Also nur, dass das Triplex hat vertragen. Keine Ahnung, wie das Zipex Ein-Personen-Zelt heißt. Weiß ich jetzt nicht. Ja, ist ja auch egal, jedenfalls. Das Duos wiegt 600 Gramm, das Solus wiegt 450 Gramm und jetzt kommt das Schöne, das Duos kostet nur, muss man in diesem Zusammenhang wirklich nur sagen, 660 Euro und das Solus 599 Euro. Im Vergleich zu mindestens 950 Öcken für ein Zipex Duplex, wenn du es in Deutschland haben möchtest, in Deutschland bezahlen möchtest, wo dann halt Steuern und aller Pipapo drauf sind, sind 300 Euro weniger schon ein Kampfpreis, würde ich schon sagen, ja. Und das könnte jetzt vielleicht, also ich darf nicht, Frau hat gesagt, ich darf nicht, aber, aber, ich habe natürlich keine Ahnung, was die taugen. Ich habe so ein Ding noch nie in der Hand gehabt und auch noch nie gesehen, abgesehen von jetzt in der Produktvorstellung. Die Unterschiede zum Zipex liegen, also das ist nahezu ein Klon. Ja, die sehen im ersten Moment fast identisch aus. Unterschiede sind die, dass es an der Seite einen Abspannpunkt weniger oben am Zelt gibt, als das Zipex hat. Wobei, ich weiß nicht, ich kenne nur das Triplex, also das Drei-Personen-Zipex. Vielleicht hat das Zwei-Personen-Zipex auch nur einen Abspannpunkt, das weiß ich jetzt nicht. Ja? Aber Unterschiede sind, die tatsächlich eine Rolle spielen, sind, dass du das Duos
das Bonfus Duos deutlich niedriger abspannen kannst. Und damit hast du weniger Wind, der dir unten reinpfeift. Warum ist das so? Naja, weil es halt die Norweger kopiert haben. Und die Norweger haben halt nun mal Wind und bei denen ist halt nun mal nicht ganz so warm. Und da wollen sie gerne ein super leichtes Zelt, das auch halbwegs den Wind nicht ganz so sehr reinlässt. Ein Kommentar, der gerade erst vor kurzem kam, also vor kurzem, bevor ich rausgegangen bin, um dieses Video zu drehen, war auch von einem Z-Pack-Benutzer, Duplex-Benutzer, dass das Zelt im Prinzip ein Hightech-Regenschirm zum Aufstellen ist. Es schützt vor Regen von oben, aber kaum vor Wind. Also es pfeift da wirklich durch. Das ist einerseits zur Ventilation ja ganz gut, dann gibt es weniger Kondenswasser und so weiter und so fort. Ein anderer Nutzer hat ebenfalls das gleiche, hallo Markus, entsprechend berichtet, dass er auch Kondenswasserprobleme eigentlich so gut wie nie gehabt hat, aber es pfeift halt durch. Ne? Also ja, man muss halt dann einen warmen Schlafsack haben und für mich persönlich würde das bedeuten, und was Frau eben gar nicht mag, deswegen darf ich das auch nicht kaufen, auch nichts Ähnliches, auch wenn es nur 600 kostet, darf ich es trotzdem noch nicht kaufen, weil wir mögen es in unserem Fjällräven sehr, dass wenn es draußen kalt ist, man ins Zelt geht, die Tür zumacht und dann wird schlagartig wärmer, einfach weil man aus dem Wind vollständig raus ist. Ja, das Innenzelt vom Fjällräven ist ja winddicht. Du bist also wirklich emotional und auch von der Temperatur her bist du drinnen, wenn du im Zelt bist. Und dadurch, dass du das Ding dann selber noch ein bisschen aufheizt durch die eigene Körperwärme, gerade zu zweit dann, und gerade wenn du aus der Bewegung raus dann jetzt reingehst, du hast es gerade aufgebaut, du bist noch 5 Runden ums Zelt gerannt und jetzt hechtest du rein, dann wird es da drin schon ziemlich schnell, ziemlich kuschelig. Und dann kannst du dir, bis du den Schlafsack ausgepackt hast, bis du deine Sachen sortiert hast, dann kannst du vielleicht auch noch im halb geöffneten Schlafsack noch eine Runde lesen. Du kannst noch eine Runde Karten spielen. Man kann da auch wirklich ein bisschen drin sitzen. Man möchte vielleicht nicht allzu lange sitzen, weil dafür ist es zu niedrig, aber ein bisschen geht schon. Und man kann auch Dinge im Zelt tun. Es ist trotzdem deutlich wärmer als draußen. Und diesen Vorteil hat man halt bei diesen Dyneema-Zelten, die auf Durchzug programmiert sind, halt nicht. So, und damit das aber nicht ganz so schlimm ist mit dem Durchzug, haben sie zumindest versucht, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, versucht von der Konstruktion her bei diesen Bonfus, Duos und Solus das Ding ein bisschen niedriger aufzubauen, damit ein bisschen weniger Luft reinkommt. Und dafür haben sie im Dach noch einen Lüfter eingebaut, den die Z-Packs-Dinger halt nicht haben. Die werden nur komplett durch den Durchzug von unten rein entsprechend belüftet. Das ist so der wesentliche Unterschied. Ja, habe ja gesagt, was sie wiegen, habe gesagt, was sie kosten. Sind die damit eine Alternative, sofern sie einigermaßen gut verarbeitet sind? Aber davon gehe ich ehrlich gesagt aus. Bei dem Geld, glaube schon. Aber da sind die schon eine echte, preislich gesehen sowieso, echte Alternative für Europäer, also EU-Europäer, die auch so ein Zelt haben wollen. Wirklich, wirklich ein Thema. Nächster Punkt. Freistehende Zelte. Ich hatte mindestens zwei, es könnte auch noch ein dritter gewesen sein, der war jetzt nicht ganz schlüssig, aber mindestens zwei Kommentare von Leuten, die der Meinung sind, freistehende Zelte sind das einzig Wahre. Wenn es nicht freistehend ist, dann kann es quasi auf den Müll. Hat der eine so mehr. Ja, würde ich vehement widersprechen wollen. Egal. Jedenfalls, das ist fast schon meine Aufmerksamkeit nicht wert. Jetzt werde ich mal arrogant. Ja, ich mache weiter. Ein Vorteil, der hier angesprochen wird, den freistehende Zelte haben, der ja so super toll sein soll, ist, dass man sie umsetzen kann, nachdem man sie aufgebaut hat. Dazu möchte ich ein paar Dinge sagen. Also warum setzt man sie um? Weil zum Beispiel der Boden nicht passt, da wo man es hingebaut hat. Ja, dann setzt man es halt 3 Meter weiter nach links oder 4 Meter weiter nach rechts oder sonst irgendwie. Ja, das ist das ein Vorteil? Oh, ein bisschen. Ja. Es ist ja nicht so, dass man ein in 2 Minuten aufzubauendes Tunnelzelt nicht auch umsetzen könnte, wenn der Boden nicht passt, da wo man es hingestellt hat. Das dauert dann halt nochmal 2 Minuten. Ja, also ich bin grundsätzlich der Meinung, wer 2 Minuten nicht hat draußen oder auch wer 5 Minuten oder 10 oder 20 nicht hat draußen, der macht irgendwas falsch. Ja? Also wenn du so ein, außer du bist gerade wirklich aus sportlich ambitionierten Rennen, ein Rennen mit Zeltübernachtung irgendwie durchführen oder was auch immer, dann mag das vielleicht relevant sein, aber für alle anderen ist doch scheißegal. Dann baust du dein Tunnelzelt halt wieder ab und stellst woanders halt wieder auf. Ist ja nicht so, dass das nicht geht. Ja?
Also klar ist das ganz praktisch, wenn man es direkt verschieben kann. Aber ich hatte eine ganz, ganz tolle Idee, wie man das Problem des Zelt falsch aufbauens grundsätzlich umgeht. Du überlegst dir, wo dein Zelt stehen soll, dann schmeißt du da eben mal kurz eine Isomatte, irgendeine Plane oder was auch immer hin oder zur Not halt gar nichts. Wenn der Boden nicht nass ist, brauchst du auch gar nichts und legst dich da einfach mal auf den Boden. Dann weißt du nämlich, oh ja, der Boden ist hier bequem oder oh nein, da liegt ein Stein. Und da man nicht genau weiß, wo exakt das Zelt dann zum Stehen kommt, zumindest nicht als Anfänger, dann macht man das Gleiche halt nochmal eine Breite weiter links, eine Breite weiter rechts und wenn du ein Zwei-Personen-Zelt hast, macht das die andere Person neben dir eben auch und du überlegst dich zwei Personen breit, einmal links, einmal Mitte, einmal rechts und gut ist. Ja, das ist jetzt nicht weiter schwierig und auch echt kein Hexenwerk. Und warum fängt es jetzt an zu regnen? Meine Frau hat gesagt, es regnet nicht. Regen, das geht nicht. Frau hat immer recht. Jetzt muss ich erzählen, dass sie mal nicht recht hatte. Haha, da ist sie bestimmt aus dem Häuschen. Ja, es sind nur ein paar Tropfen. Sollte gleich wieder vorbei sein, behaupte ich jetzt mal. Also, sehe ich nicht. Sehe ich überhaupt nicht. Womit du allerdings recht hast, also einer von den diversen Leuten, die dazu einen Kommentar geschrieben haben, man kann das Zelt am nächsten Morgen, wenn es nass ist, im Prinzip auf den Kopf stellen und schütteln. Das ist cool. Ja? Also zum Wasser abschütteln ist das schon deutlich besser als quasi die Tunnelvariante, wo man dann doch relativ umständlich und so weiter. Also ich bin inzwischen so weit, dass ich ein extra Handtuch mitnehme oder halt unser einziges Handtuch zweckentfremde, um das Zelt am nächsten Morgen, wenn es viel Kondenswasser gegeben hat, das gibt es ja längst nicht immer, aber wenn es mal so ist, dann wische ich es gerne innen noch trocken. Also dann hänge ich das Innenzelt ein bisschen aus und kriege da durch und wische alles trocken, weil dann trägst du das Wasser halt nicht mit. Das dauert dann nochmal 10 Minuten, aber nochmal, wer 10 Minuten nicht hat und wem das zu viel Arbeit ist, der kann alternativ das ganze Wasser auch durch die Landschaft schleifen. Geht auch. Ja? Also nö, ganz ehrlich, den Vorteil von freistehend sehe ich nicht. Freistehend ist meiner Meinung nach wirklich dann relevant, dann so richtig, wenn du zwar ein ebenes Stück Boden findest, wo du ein Zelt hinstellen kannst, aber in diesen Boden ums Verrecken keine Heringe reinzutreiben sind oder man statt Heringen schon wirklich Erdnägel nehmen müsste, also wirklich so richtig massive Dinger, die man dann mit dem Hammer zur Not mit massiver Gewalt in den Stein oder zwischen die Steine klopfen kann. Also so richtig massive Teile, die wiegen dann auch entsprechend viel. Ja, und dann kann es ein Thema sein, und den Hammer muss man ja auch noch mitnehmen, oder man nimmt halt einen Stein, aber die Frage ist, ob man die dann wieder nicht kaputt macht und. Und dann ist es wirklich, wirklich ein Thema, ein freistehendes Zelt zu haben, weil dann kannst du für die nötige Stabilisierung zur Seite hin zum Abspannen, kannst du einfach einen Stein um die Zeltschnur wickeln, das habe ich schon mal gesagt, und dann legst du einfach den fetten Stein, also muss schon so ein Stein sein, hier so ein Kaliber, zumindest so einer. Und den legst du dann halt in genötigen Abstand zum Zelt hin, und dann sorgt der auch dafür, dass das Zelt einigermaßen abgespannt ist. Der Wind müsste schon mit brachialer Gewalt kommen, dass der dann so einen Stein durch die Landschaft zieht. Beziehungsweise, wenn so ein Stein ist, dann passiert das auch nicht. Den muss man allerdings auch hochheben können. Also ist schon so ein bisschen eine zweischneidige Geschichte. Ich habe gesagt, Regen aus. Aus. Wenn ich wieder daheim bin, kannst du wieder regnen. Ach, der Wald ist schlimm, ne? Selbst auf mich hört er nicht. Genau. So, dann wieder war eine Diskussion, wo ich auch mit kommentiert habe, war die Frage bei Kuppelzelten. Da war jemand ganz überrascht, dass es doch angeblich so viele Kuppelzelte geben soll, bei denen man zuerst das Innenzelt hinstellt und dann das Außenzelt drüber wirft, während das Innenzelt nass wird, sofern es gerade regnet, so wie jetzt. Ja, da habe ich mal recherchiert. Und tatsächlich, MSR hat relativ viele Zelte, bei denen das geht, dass man das Außenzelt zuerst aufbaut und das Innenzelt einhängt. Kuppelartige Zelte. Viele, viele andere Hersteller haben da ganz wenig von. Und gerade auch bei den Amis ist das Standardzelt eher die Kuppel. Die haben weniger Tunnel im Einsatz, also wenn man sich Ami-YouTube mal anschaut. Und da sind ganz, ganz viele Tunnel dabei. Also auch gerade dann bei den etwas günstigeren Zelten, die ja zuerst nass werden und dann schmeißt du das Dach drüber.
Also das ist wirklich weit verbreitet. Ich habe das extra nochmal recherchiert. Ich sage jetzt nicht, das gibt gar kein Zelt, dass das kann, dass man das dann einhängt und dass dann nicht alles trocken bleibt. Es gibt auch Systeme, bei denen man erst den Gestängebogen leer in die Landschaft stellt und dann innen und Außenzelt zusammen einfach einklickt und dann hängt das da drin. Das funktioniert auch, aber ja, die gibt es alle. Aber ich glaube, das ist eher eine Ausnahme und eher bei den hochpreisigen Produkten ebenso. Und das gibt es auch nicht bei den sehr, 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 sehr leichten Tunnelkonstruktionen wie eben dem Carbon Reflex 2, 1, 3, sucht euch was aus. Ja? Also schon nicht so weit verbreitet. Da möchte ich doch darauf hinweisen, dass es ein häufiges Problem von Kuppelzelten ist, dieses Nasswerden. Gut, was habe ich hier noch stehen? Ich habe hier noch Wurfzelte. Zwei Punkte sind es noch. Also einmal Wurfzelte. Da konnte sich eine Kommentarschreiberin, glaube ich, überhaupt nicht erklären, warum irgendjemand noch was anderes als Wurfzelte benutzen soll, seit sie die kennt und seit sie eins hat und kann sie alle anderen Zelte nicht mehr verstehen. Gut, was spricht gegen Wurfzelte? Zunächst mal ein Wurfzelt für zwei, maximal für drei Personen, so irgendwie so, also eher für zwei, drei wäre schon ein bisschen gequetscht von der Größe her, wiegt 5 bis 3,6 Kilo. Das ist vom Gewicht her weit abgeschlagen, ja. Außer im Vergleich mit unserem Campingzelt, das aber auch wirklich bloß als Campingzelt konzipiert ist, das wir auch nicht auf Tour mitschleppen wollen mit 3,7 Kilo, weil es halt einfach viel zu schwer ist. Ein Wurfzelt ist ja auch ein Campingzelt. So, der Hersteller von Wurfzelten schlechthin, ich glaube, die haben das Ding sogar erfunden, ist ja der Decathlon. Und die sagen selber, das ist ein Campingzelt. Ja, also so ehrlich sind sie. Kein Mensch, da kommt keiner auf die Idee zu erzählen, das wäre ein Trekkingzelt. Finde ich ganz cool. Habe ich mir mal auf der Produktseite angeguckt. Ja, und eben die Wurfzelte, die es gibt, je nachdem wie viel Platz da drin sein soll, zwischen eben 5 und 3,6 Kilo. So ungefähr eben jeweils für zwei Personen. Also 3,6 Kilo, das ist immer noch schwer. Verglichen mit Trekkingzelten, die wirklich als Trekkingzelt konzipiert sind. 5 Kilo ist jenseits von Gut und Böse. Das hast du zuletzt gehabt vor 30 Jahren oder was. Da gab es noch 5 Kilo Zelte für 2 bis 3 Personen. Aber ich glaube, selbst da, ja, als Expeditionszelt dann, zum auf den Everest Basecamp-Geschichten oder ja, vielleicht nicht unbedingt Basecamp, aber zweites, drittes Camp, irgendwie sowas. Ja, egal. Also das wäre so der erste Punkt, weshalb Wurfzelte blöd sind für Trekking. Ja, zum Campen gerne, warum nicht? Ja, gar kein Problem. Zum Campen sowieso alles ziemlich egal. In geschützter Umgebung, auf dem Campingplatz und so weiter dann sowieso. Oder irgendwo im Garten, meinetwegen auch im heimischen Wald. Ist ja nicht, dass man da campen dürfte, ne? Aber theoretisch, wenn man das machen würde und dürfte, bei einem der Wald gehört zum Beispiel, dann könnte man da auch so ein Zelt problemlos nehmen. Das spricht überhaupt nichts dagegen. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, die sind scheiße, ne? Aber nächstes Riesenproblem ist das Packmaß. Das ist so ein Ring, der so und so dick ist und passt in keinen Rucksack. Kann man sich also nur hinten dran schnallen und wenn man gern als riesiges Gepäckbündel durch die Landschaft rennt, damit einhergehend höherer Windwiderstand in jedem Gestrüpp hängen bleibt, wenn man wirklich mal über enge Wege, wo viel Vegetation links und rechts ist, läuft, wo man dämlich aussieht, also für mich ist das schon ein Faktor. Ich würde mich extremst bescheuert fühlen, wenn ich mit so einem Rad auf dem Rücken durch die Landschaft renne. Ich habe einmal so ein Ding benutzt, auch für ein Stückchen weit Laufen-Tour. Ein Stückchen weit, meinen 3 Kilometer. Und da ging es mir schon tierisch auf den Sack. Also für mich überhaupt keine Option. Dieses riesen Packmaß. Mal zum Vergleich. Ein großer Schlafsack, ein relativ großer, gut, das ist ein normaler, durchschnittlicher, jetzt nichts super teures, so ein normaler, durchschnittlicher Schlafsack. Der hat sowas um die 12 Liter Packvolumen. 12 bis 16, irgendwo um den Dreh. Ein Wurfzelt hat nach Angaben vom Hersteller 46 Liter Packvolumen. Ja, also das ist jenseits von Gut und Böse. Guckt euch das gerne mal im Internet an, wie riesig diese Dinger im verpackten Zustand sind.
So, dann gibt der Decathlon selber für all seine Wurfzelte an, das soll wohl was Positives sein, ich finde das jetzt wenig beeindruckend, dass die getestet bis 50 km/h windstabil sind. Für ein Campingzelt reicht das ja auch vollkommen, von daher ist es wahrscheinlich dann doch was Positives, ey, immerhin bis 50 km/h Windgeschwindigkeit. Für ein Zelt, mit dem man auch nur ansatzweise ins Gebirge gehen möchte und auch mal außerhalb von Wäldern pennen will, was man dann sogar muss, wenn man im Gebirge ist, weil wenn die Windgeschwindigkeiten so 60, 70 km/h erreichen, sollte man auf keinen Fall mehr im Wald zelten wollen oder sonst wie schlafen. Mal eben durchlaufen ist auch schon doof. Das kann man vielleicht noch akzeptieren, aber da übernachten wäre wirklich dämlich. Jedenfalls, das kannst du mit dem Ding dann schon gar nicht mehr. Schränkt das Verwendungsgebiet ein bisschen ein. Ja? Wem das egal ist, wer ohnehin sagt, ja, ich mache nur Vorgartencamping, in Anführungszeichen, ja, und harmloses Waldcamping, irgendwo, wo es warm ist und wo es nicht weit hoch geht, okay, ja, das ist ja deswegen nicht schlecht, das dürft ihr ja tun. Aber es gibt halt auch Leute, die gerne in ein bisschen anspruchsvolleren Regionen unterwegs sein wollen, dann brauchen sie halt ein Zelt, das das kann. Das ist ganz bestimmt kein Wurfzelt. So, und außerdem hat das gerade mal 2000 mm Wassersäule außen und 5000 Boden. Das ist in Anbetracht dessen, dass diese Angaben von einem Decathlon stammen und daher wahrscheinlich wirklich beim niegelnagelneuen Zelt gemessen worden sind, hat das damit auch keine besonders hohe Haltbarkeit. Das wird relativ schnell weg sein, diese Wassersäule. Und dann regnet es da auch relativ schnell wahrscheinlich ein bisschen durch. Andererseits kostet das ein Appel und ein Ei, verglichen mit den hochpreisigen Zelten, die wir bisher so diskutiert haben. Ja, es ist halt nicht nachhaltig und nicht besonders, meiner Meinung nach, eine Herangehensweise, die ich nicht verwenden würde. Aber grundsätzlich kann man sich, wenn das Ding nach 2 Jahren halbwegs intensiver Nutzung kaputt ist, natürlich gleich wieder das nächste kaufen. Und dann, das macht man 3-mal und dann ist, oder 4-mal oder 5-mal oder 6-mal. Und dann ist man immer noch nicht beim Preis von so einem Cuban Fiber Dyneema Zelt. Ja. Ja, Tatsache. So, und das nächste ist, was für ein Vorteil ist es bitte, dass es sich um ein Wurfzelt handelt? Also wenn du nicht die 2 Minuten hast, um dein Zelt regulär aufzustellen, dass du nicht mal eben in 2 Sekunden hinschmeißt und dann steht es da. 2 Sekunden dauert es nicht ganz, sagen wir mal 10. Die heißen ja 2 Seconds. Das ist wirklich ein bisschen sehr optimistisch. Aber in 10 Minuten stehen die tatsächlich. Aber wozu zum Geier brauchst du das? Ich meine, gehst du raus, um Stress zu haben, um alles möglichst schnell zu erledigen? Gehst du raus, damit du garantiert so wenig Handgriffe wie möglich machen musst, um dann nur noch dumm rumzuliegen und nichts zu tun zu haben? Also das verstehe ich nicht ganz. Also diese Zeitersparnis beim Zeltaufbau, wozu zum Geier ist das gut? Also ein schnell aufbaubares Zelt im Sinne von, es dauert nur 2 Minuten und nicht 15, das kann bei schlechtem Wetter hilfreich sein. Ja, das kann dann schon hilfreich sein. Aber 10 Sekunden, da sehe ich jetzt nicht die Notwendigkeit. Also wirklich nicht. Nee. Und davon abgesehen, bei schlechtem Wetter, vergiss es. Die haben außerdem keine Apsis, keine wirkliche. Du kannst da bloß noch die Schuhe draußen hinstellen. Wenn es also bei schlechtem Wetter unterwegs ist, wirst du deine nasse Ausrüstung mit ins Zelt nehmen. Die wird dann innen entsprechend auch fürs Kondenswasser sorgen. Und ja, sie ist nass und liegt da dann nass rum und nervt. Das kommt noch erschwerend dazu. In irgendeinem Vorzelt kochen überhaupt keine Chance mit den Dingern. Ja, ich glaube, das reicht. Also das ist ein Campingzelt, ganz klar. Wer nur Camping macht, ja, kann man machen, klar. So, und dann noch das Thema, damals gab es auch billige Zelte, heute ist draußen schlafen total teuer geworden, irgend sowas in diese Richtung. Ich will mich da auch nicht super lustig machen über den Kommentar, also falls das jetzt irgendwie so klang, als wollte ich mich da irgendwie, das war nicht beabsichtigt, will ich auch wirklich nicht. Es sieht oft so aus, als ja, es wird halt eher teure Sachen gezeigt, insbesondere bei mir, weil ich bin sehr viel draußen. Ich möchte gern die gute, die qualitativ hochwertige Ausrüstung haben, weil da muss man sich über das Thema Ausrüstung keine Gedanken mehr machen. Dass man sich über das Thema Ausrüstung keine Gedanken mehr machen kann, empfinde ich als große Befreiung, wenn ich draußen bin, weil wenn man viel draußen ist und wenn man auch bei schlechtem Wetter draußen ist und bei schwierigen Bedingungen draußen ist, dann kann man schon hin und wieder mal so ein bisschen der Gedanke aufkommen, zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, was wäre jetzt, wenn mein Zelt reißt heute Nacht?
was wäre jetzt, wenn mein Zelt reißt heute Nacht und mein Schlafsack wird klatschnass oder solche Sachen. Ja, und wenn man dann abseits von allem 4 Tagesmärsche vom nächsten Punkt Zivilisation entfernt ist, dann ist das echt ein Thema. Und dann kann einem sowas, wenn es dann wirklich ein Thema ist, weil man nur günstige Ausrüstung dabei hat, dann wäre das für mich ein Thema. Dann würde ich mir da Sorgen machen. Dadurch, dass ich aber eher mit hochpreisigen bis sehr hochpreisigen Zeug unterwegs bin, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen mehr. Das habe ich früher, als ich noch jung war, habe ich mir wirklich häufiger mal Sorgen gemacht, was ist, wenn die Ausrüstung versagt. Aber inzwischen, das Zeug ist so weit durchgetestet, da bin ich mir sicher, das wird nicht versagen. Das hält doch allen Anforderungen, die ich daran habe, bisher immer ganz hervorragend stand. Und also so mein Lieblingsausrüstungsgegenstände, und dazu zählt eben auch unser Abisko-Zelt, die halten da absolut stand. Ja? Und ich möchte das gern so. Und das ist es mir dann auch wert, dafür entsprechend viel Geld auszugeben, weil das nimmt ja auch einen extrem hohen Stellenwert in meinem Leben ein, der ganze Outdoor-Kram. Das ist kein Hobby für mich, längst nicht mehr. Das ist inzwischen Teil meines Berufs, Teil meiner Berufung und ein wesentlicher Lebensinhalt. Darauf basiert auch unter anderem meine Ehe, dass wir das als große gemeinsame Leidenschaft eben teilen. Wir unterscheiden uns in manchem, das ist ja auch normal und gut so, aber unsere große gemeinsame Leidenschaft ist auf jeden Fall das Outdoor-Zeug, und das ist uns extrem wichtig. Das ist uns super, super, super wichtig. Und da ist hochpreisige Ausrüstung dann überhaupt kein Thema. Da wird absolut bei Zelten, bei Rucksäcken und so weiter und so fort, da muss ich auch nicht mit Frau diskutieren, es sei denn, es geht jetzt um Dyneema-Zelte, weil wir ja schon ein gutes Zelt haben. Und die ja auch offensichtliche Nachteile eben mit sich bringen, die Frau nicht mag. Aber sonst ist es überhaupt kein Thema, dass wir was Hochpreisiges kaufen. Muss man was Hochpreisiges kaufen? Da möchte ich nochmal ganz klar darauf hinweisen, nicht im geringsten. Ja, und wenn du nicht ans Nordkap möchtest und nicht in Skandinavien im Fjell unterwegs bist oder die Alpen auf irgendwas anderem als den vielbegangenen Routen durchqueren möchtest und draußen schlafen willst und nicht in Hütten übernachtest oder viel im Winter machst, auch der deutsche Winter, wenn es da mal wieder einen gibt, Gerüchten zufolge besteht die Möglichkeit, dass es irgendwann mal wieder einen gibt, dann ist das schon auch ein Thema. Ja? Dann will man vielleicht auch ein bisschen was Hochwertiges haben. Aber wenn man das sowieso nicht vorhat und draußen pennen nur so ein, mache ich halt mal alle 4-5 Monate hier und da mal, kann man mal hin und wieder machen, dann wärst du ja bescheuert, wenn du dir ein 600-Euro-Zelt kaufst. Selbstverständlich ist das bescheuert, klar, macht man dann nicht. Aber es gibt wirklich jede Menge brauchbare Zelte, auch diese Wurfzelte beispielsweise, die sind nicht. Ich habe da jetzt schon ein paar Mal drin gepennt in so einem Ding. Ich habe mir nie eins gekauft, aber ich konnte es doch ein bisschen ausprobieren. Hat funktioniert, ja, als Campingzelt absolut völlig ausreichend. Spricht nichts dagegen. Was kosten die? Ich glaube, es geht bei 70 Euro los, 60, 70 Euro. Und das teuerste ist, glaube ich, bei 120, 130, sowas um den Dreh. Das ist jetzt immer noch nicht super, super billig. Du kannst auch noch China-Zelte haben aus dem fernen Osten. Oder wie wäre es mit der Bundeswehr-Dackelgarage? Die gute alte Bundeswehr-Dackelgarage. Wiegt 4,5 Kilo oder sowas? Nicht ganz. Doch, schon, vielleicht schon, weiß ich nicht. Ist ziemlich klein für eine Person, reicht aber und hat irgendwie so einen gewissen urigen Faktor. Und ich persönlich penne da immer mal wieder gerne drin, einfach weil es Spaß macht. Nicht, weil die irgendwas besser macht als irgendein hochwertiges Zelt. Die macht gar nichts besser als ein hochwertiges Zelt. Außer, dass man sie im Wald liegen lassen kann und sie verrottet. Das tun die hochwertigen Zelte nicht. Die bleiben da bis in alle Ewigkeit als Plastikmüll im Wald liegen. So gesehen, ja, vielleicht doch ein Vorteil. Ja, nee, aber das wäre nochmal wichtig. Also selbstverständlich muss man kein hochpreisiges Zelt kaufen. Aber wenn einen nur günstige Zelte interessieren, das ist wirklich alte Denkweise. Ja? Wer billig kauft, kauft zweimal und so weiter und so fort. Und mir kommt es halt wirklich auf Qualität an. Aber ja, wenn man es nicht braucht, dann kann man auch ein günstiges Ding aus China kaufen. Ob man das mit seinem Gewissen vereinbaren möchte, ist nochmal eine andere Frage. Wer da keine Probleme hat, der kann das selbstverständlich tun. Und dann für 30, 40, 50 Euro gibt es dann auch schon ein Zelt, das den Ansprüchen geringerer Natur genügt. Klang das jetzt böse? Ich hoffe nicht. Ich meine es jetzt wirklich so. Also warum denn? Was soll der Blödsinn? Ne? Also wenn ich mir meine Nicht-Outdoor-Freundinnen angucke, ja,
Das wär, die wären idiotisch, wenn die sich... Wozu zum Geier sollten die ein teures Zelt kaufen sollen? Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben und somit passt doch. Ne? Jedem das Seine, jeder so wie er es für sich meint zu brauchen. Ich gebe zu, dass es nochmal das andere Extrem gibt von Leuten, die sich die teuerste Ausrüstung kaufen und dann nichts damit machen. Das ist natürlich schlimm. Ja, das ist schon wirklich schlimm. Aber geben tut's die halt auch. So, ja, das war der Zelt-Talk, die Zelt-Nachbesprechung. Ich bedanke mich und wünsche euch was auch immer. Macht's gut. Tschüss.